Okay, die Lieselotte bei uns hier noch und dann laufen wir alle einmal zur Drachenburg. Hier bin ich glücklich, sagt Simone Gobmeier. Seit September arbeitet die Mutter von drei Kindern als pädagogische Ergänzungskraft im Waldkindergarten Wurzelburg. Als Quereinsteigerin hat sich die gelernte Mediengestalterin weitergebildet. Vom ersten Tag an der Ausbildung hatte ich schon das Gefühl, jetzt bin ich eine Ergänzungskraft, jetzt habe ich auch den Rückhalt und das Selbstbewusstsein, als Ergänzungskraft, als Kinderpflegerin im Kindergarten zu arbeiten. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also natürlich ist ein Neueinstieg, ich bin 48, immer aufregend und immer bringt auch ein bisschen Unruhe rein. Aber jetzt, ja, ich komme jeden Tag so gerne hierher. Die klassische Ausbildung zur Kinderpflegerin wäre für sie nicht in Frage gekommen. Die einjährige berufsbegleitende Weiterbildung dagegen sei genau das Richtige gewesen. Nur ein paar Kilometer weg von der Wurzelburg startet gerade der zweite Kurs dieser Weiterbildung bei der Diakonie Rosenheim. 19 Frauen und ein Mann, von der Augenoptikmeisterin bis zur Industriemechanikerin, wollen künftig lieber in Kita, Hort oder Kindergarten tätig sein. Damals Schule fertig, was mache ich? Und Richtung Kindererziehung war irgendwo immer ein Traum und habe mich aber gegen entschieden wegen der 5-jährigen Ausbildung. Habe dann einen anderen Job gemacht, aber das hat mich nie losgelassen. Praxisstunden in Kitas haben sie alle bereits gesammelt. Die Theorie lernen sie jetzt ein Jahr lang berufsbegleitend. Vermittelt von den sogenannten Multiplikatoren Silke Piontek und Dominik Altmann. Was wirklich das Schöne bezogen auf den Arbeitsmarkt ist, durch die Quereinsteigerinnen haben wir in der Regel Kolleginnen und Kollegen, die haben sich das lange überlegt. Und ich finde, da spielt so viel rein, was die mitbringen, von Lebenserfahrung bis hin einfach zu der Motivation, auch an der Stelle durchzuhalten, wo andere schon aufgeben. Und das ist die große Ressource für die Kita im Alltag. Dennoch gibt es Kritik an der Weiterbildung von Berufsfachschulen und Fachakademien, die im Freistaat für die Ausbildung von Erzieherinnen und Kinderpflegern zuständig sind. Die Kurse seien unter anderem viel zu kurz, inhaltlich zu schwach. Die Quereinsteigerinnen könnten nicht die erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen erwerben. Und die staatlichen Ausbildungsstätten fühlen sich vom Sozialministerium übergangen, denn ihre Expertise wurde nicht berücksichtigt. Zurück in der Wurzelburg. Hier teilen sie die Kritik nicht, im Gegenteil. Es kommt auch wirklich auf die Persönlichkeit drauf an, was man auch schon mitbringt. Und ich denke, die Simone, die bringt schon unwahrscheinlich viel mit. Ich kann nur sagen, ich bin ganz, ganz froh, dass ich sie als Kollegin habe und ganz dankbar. Und sie bringt unwahrscheinlich viele Ideen und Schwung und, wie gesagt, Motivation hier rein. Die pädagogischen Ergänzungskräfte sind zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was den Mangel an Fachpersonal in den bayerischen Kitas angeht. Aber die Nachfrage an der Weiterbildung für Quereinsteiger ist groß. Bei der Diakonie Rosenheim gibt es sogar schon eine Warteliste für den kommenden Kurs. Läuft.